Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Heute will ich mich um unseren Energieversorgungstrakt unten kümmern. Also müssen wir auf jeden Fall Kabel verlegen. Ich fange mal hier an. Ich weiß gar nicht, wo ich da wirklich genau rauskomme jetzt. Das ist ja schon die richtige Wand. Das ist ja, war ja dann doch viel einfacher wie gedacht. Es ärgert mich ein bisschen, dass das Ganze immer gleich umgewandelt wird. Falsche Fassade benutzt. Die hier wollte ich. Cobblestone-Fassade. So, dann müssen wir die noch mal ein bisschen umpenden. Und der Wireless Charger ist am Limit. Die Maschinen brauchen doch ein bisschen zu viel Strom. Deshalb wird es Zeit. Wir können auch nicht leben, nein. Eben. Ja. Verdammt. Wir haben Tag und ich habe nicht genug Strom. Nein. Wie wird es dann erst in der Nacht? Okay, ja, der Induction Smelter braucht natürlich auch einen Haufen Strom. Den mal wieder aus. Nein. Was hat hier nämlich gerade die ich eigentlich brauche? Nein, die hier brauchen wir. Verdammte Axt. So, okay. Im Moment, Kabel könnten wir eigentlich. Die Kabel brauchen wir eigentlich gar keine mehr, weil Kabel reichen ja. Wir brauchen hier noch einen bloß davon. Und dann hiervon. Wir müssen natürlich alle Energieleitungen, die wir haben, auf einen Nenner bringen. Das heißt, von rechts die Solarzellen müssen alle auch runtergeführt werden. Und das macht die ganze Geschichte dann später irgendwann etwas komplizierter. So.
hier unten irgendeine Leitung liegen? Nein. Da drüben haben wir Leitung liegen. Mein Gedanke war ja, dass wir in der Ebene 1 drunter die Leitung zusammenführen. Weil hier sind definitiv irgendwo Energieleitungen. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich wieder, weshalb das hier war. Okay, Energieleitungen, wo seid ihr? Wir könnten die außen runterführen und dann hierher. Aber wir müssen erstmal gucken, wo die außen sind. Habe ich denn auf der anderen Seite auch hier? Dann hätten wir da wenigstens eine Gemeinsamkeit. Nein, haben wir nicht. Ja, sehr gut. Ist ja klar gewesen, oder? Gut. Das sieht schon mal okay aus. So, da hängt natürlich auch das Wasser dran. Ich komme hier nur insert mal. Das heißt nämlich, wenn ich hätte gerne die Standardfarbe. Boah, ich dachte, ich sterbe. Etwas irritiert. Ja, ganz normal. So hätte ich das gern. Wobei wir den hier nur auf. Ah, unten ist das hier. Dann können wir nur auf Insert einstellen.
finde es ja interessant, dass die Aubrey-Büsche, wenn man von unten dagegen läuft, dass da nichts passiert. So. Die sollte jetzt überschüssige Energie im Kreislauf aufsammeln, allerdings nur überschüssige. Wir uns hier rausgebuddelt, ja. Der hier steigt eigentlich, dann passt das. Sehr gut. Also müssen wir dann einen Haufen fassadieren. Läuft es hier? Natürlich sind die anderen Solarzellen vorne auf dem Weg noch gar nicht ins System eingebunden. Der ist auch voll. Und wir müssen noch die hinten einbinden. Das sollten wir gleich machen, weil dann haben wir vielleicht auch mal die Möglichkeit, genug Strom zu kriegen. Meine Special-Maschine hier hinten. Ich würde gerne ein bisschen was snacken. Gut. Und dann gehen wir mal noch eins runter. Gerade ausbuddeln. So, dann können wir hier den Dinger da wieder hinpflanzen. Wenn wir schon hier sind, holen wir uns noch ein paar XP. Also ich vermute, seit ich die Trophy da von den Endermans aufgestellt habe, spawnen mehr Endermen. So, das Gefühl habe ich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Habt damit in die Kommentare, falls ihr das wisst. Oder es bündelt einfach die Endermans, die da sind. So.
Mephisto hat mir einen Haufen XP geklaut. Hier waren über 5000 Millibuckets drin. Aber wahrscheinlich wollte er mich bloß anhalten, dass ich das automatisieren. Bestimmt. Wir brauchen noch mal eins von dem. Und der Rest von den hier. Gut, fassadiert. Ist halb gewonnen. Runter. Also die Capacitor Bank arbeitet auf jeden Fall. Aua. Arbeiten tut sie auf jeden Fall. Wir müssen uns noch ein paar Konduitfassaden bauen. Das waren wirklich nur ein paar. Autsch, autsch, autsch. Wo kommst du denn jetzt her? Das hatten wir letztes schon mal. Allerdings offscreen. Da war ich irgendwo und dann plötzlich kam ein Zombie angewatschelt und ich war AFK und dann hat mich das Zombie einfach gekillt. Habe ich jetzt alles ausgeleuchtet? Vielleicht manchmal, wenn die Bäume stehen. Könnte ich mir so vorstellen. Aber da gibt es eine Lösung. Da ist nämlich Türe. Ist zwar lästig für mich, aber auch sicherer. Natürlich einen Haufen Fassaden, die ich da machen muss. Aber ich denke, in der nächsten Folge haben wir alle zusammen. Und dann sind wir damit auch durch. Was haben wir denn hier? Also ich würde mal sagen, ups, solange wir die Maschinen oben am Laufen haben und die nicht beeinträchtigt werden, passt von der Konfiguration her alles. Ne, solange die genug Strom haben, kann da ja eigentlich nichts falsch sein.
Und wenn ich hier reingucke, dann sehe ich, dass der Tesseract voll ist. Die Energy Cell. Und die hier auch. Und dann gibt es da hinten noch irgendwo eine. Die habe ich aber, glaube ich, versteckt. Und die ist leer. Und das ist schlecht. Immer. Dafür nur kriegen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt kriegt der Harvester keinen Strom mehr. Tja, dafür müssen wir uns irgendwas überlegen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.